Video. Weihnachten ist ja noch nicht so lange her und ich habe mir gedacht, viele von euch haben sicherlich zu Weihnachten das erste Mal Pokémon Schwert und Schild oder die DLCs bekommen und fragen sich, wie kann ich eigentlich diese funkelnden Pokémon bekommen, die anders aussehen als die normalen Pokémon? In Fachkreisen wird das auch als Shiny Hunting bezeichnet und es gibt einige Irre da draußen, die den ganzen Tag nichts anderes machen, als sich mit diesem Thema zu beschäftigen. Es gibt zwar schon einige Videos über das Thema, aber ich habe noch keins gefunden, wo alle Methoden zusammengefasst wurden. Und es ist auch schön zu wissen, was man alles machen kann, ohne sich durch 100 Videos durchkämpfen zu müssen. Seid ihr auch so verrückt nach Shiny-Hunten? Wenn ja, schreibt mal in die Kommentare, welches ist euer Lieblings-Shiny-Pokémon und wie lange habt ihr für euren längsten Hunt gebraucht? Würde mich echt mal interessieren. Ich weiß noch, ich wollte immer unbedingt das Shiny Glurak haben. Und in Pokémon X und Y habe ich das erste Mal danach gehuntet und nach, glaube ich, ungefähr 800 Eiern hatte ich mein erstes Shiny Glumanda. Toll! Bitte wundert euch nicht, dass mein Spiel auf Englisch ist. Ich finde das persönlich besser. Es bringt aber weder Vor- oder Nachteile, außer dass die Pokémon anders heißen und meiner Meinung nach klingen die auf Englisch ein bisschen cooler als auf Deutsch. Also lasst euch nicht allzu sehr von den englischen Namen der Pokémon verwirren, denn ich werde trotzdem versuchen, so weit wie es geht, die deutschen Begriffe und Namen der Pokémon zu verwenden. Die erste Methode, ich würde es einfach mal als normale Shiny Hunten bezeichnen. Jedes Pokémon, welches ihr in der Wildnis antrefft, hat eine Chance, ein Shiny Pokémon zu sein. Sei es durch Pokémon, die ihr sehen könnt, also die, die einfach so frei herumlaufen, oder durch Random Encounter. Die Chance, dass ihr ein Shiny Pokémon antreffen könnt, liegt bei 1 zu 4096. Das bedeutet, dass ihr das Pokémon ungefähr 4096 Mal antreffen müsst, bis es funkelt. Das ist aber kein Muss. Das kann auch schon beim ersten Mal passieren. Es kann aber auch sein, dass ihr länger als diese 4096 Mal braucht, bis es funkelt. Bevor ihr jetzt aber jeglichen Glauben an die Entwickler verliert, es gibt Methoden, wie ihr diese Rate noch bis auf 1 zu 512 reduzieren könnt. Je öfter ihr ein Pokémon derselben Gattung antrefft und dann auch besiegt, desto höher ist die Chance, dass es am Ende ein Shiny ist. Lasst uns das doch mal am Beispiel von Micro durchgehen. Ist ja nicht süß. Normalerweise beträgt ihr eure Chance 1 zu 4096, um ein Shiny Micro zu finden. Solltet ihr aber bereits 50 Micro gefunden und ausgenockt haben, dann steigt die Chance schon auf 1 zu 2048. Wow. Eure Chance, ein Shiny Micro zu finden, ist übrigens am höchsten, wenn ihr 500 ausgenockt habt. Ich habe hier mal eine Tabelle eingeblendet, wo ihr genau sehen könnt, wie sich die Wahrscheinlichkeiten verändern, wenn ihr so und so viel besiegt habt. Nach 500 Knockouts beträgt die Chance dann 1 zu 682,6667. Und solltet ihr dann noch den Shiny Charm haben, auf Deutsch heißt das Ding übrigens Schillerpin. Ist es das, was ihr toll findet? Deswegen spielt ihr das auf Deutsch, oder? Beträgt die Chance noch 1 zu 512. Toll! Und was sagt uns das jetzt genau? Richtig! Es ist immer noch ziemlich unwahrscheinlich, dass wir am Ende ein Shiny Pokémon finden. Variante Nummer 2 ist das Breeding. Und das Breeding ist auch mein persönlicher Favorit. Denn durch das Breeding könnt ihr Shiny Pokémon bekommen, die in Online-Wettkämpfen nicht komplett nutzlos sind. Doch was ist dieses Breeding eigentlich? Hierzu haben wir einen der führenden Experten in Pokémon-Forschung gefragt. Gibt man ein weibliches und ein männliches Pokémon der gleichen Eigruppe in die Pension, so wird man nach kurzer Zeit ein Ei von der Pensionsleiterin erhalten. Und das Pokémon, welches dann aus dem Ei schlüpft, hat eine Chance, ein Shiny zu sein. Und zwar genau 1 zu 4096. Wer hätte das denn gedacht? Eigruppen geben übrigens an, welche Pokémon miteinander gepaart werden können. Das Pokémon, was dann aus dem Ei schlüpft, ist immer das Pokémon, welches auch die Mutter war. Für das Breeding solltet ihr euch ein Ditto besorgen. Ditto kann mit jedem Pokémon gepaart werden, welches auch auf natürliche Weise gepaart werden kann. Also die Pokémon, die Geschlecht haben und nicht Legendary sind. Und da Ditto immer den Gegenpart des anderen Pokémons annimmt und es sich praktisch in das Pokémon verwandelt, kommt auch nie Ditto selbst raus, sondern immer das Pokémon, was ihr wirklich breeden wollt. Und auch hier könnt ihr die Shiny-Chance wieder auf 1 zu 512 verbessern. Dafür benötigt ihr einen Elternteil, der von einer anderen Edition kommt und den Shiny Charm. Das nennt sich auch Masuda Method, die sich dieser komische Typ Junichi Masuda ausgedacht hat. Habt ihr vielleicht schon mal gehört von dem? Vorzugsweise holt ihr euch also ein Ditto von einer anderssprachigen Edition und habt somit alle Probleme gelöst. Übrigens könnt ihr Eier nicht resetten. Sobald der Züchter seine Arme verschränkt, ist das Ei generiert und das Pokémon, was da rauskommt, besitzt immer die gleichen Werte und ist auch immer das gleiche Pokémon. Sie sieht schon so ein bisschen aus, als würde sie uns misstrauen. Verstehe gar nicht warum. Methode Nummer 3, das Resetten. Resetten ist die Methode, um Shiny Pokémon zu bekommen, die ihr weder in der Wildnis noch beim Breeden bekommen könnt. In Schwert und Schild sind das zum Beispiel Fossile oder die Regis in den Schneelanden der Krone. Diese können zum Breeden nicht gepaart werden,
da sie kein Geschlecht haben. Für die Fossile gibt es auch keine Möglichkeit, diese zu besiegen. Glücklicherweise sind die Fossile und die Regis so programmiert, dass wenn ihr den Encounter startet, beziehungsweise das Fossil-Pokémon von dem Onkel hier bekommt, die Shiny-Chancen neu generiert werden. Denn wäre das nicht so, müsstet ihr jedes Mal ein neues Spiel anfangen, um eine Chance auf ein Shiny Reggie zu bekommen. Und das wäre ja ziemlich blöd. Ihr könnt dem Fossil-Onkel zum Beispiel 7 Fossil-Pokémon herstellen lassen und sollte dabei kein Shiny rauskommen, das Spiel neu laden und wieder von vorne anfangen. Genau das gleiche gilt übrigens auch für die Reggies. Bei den Reggies müsst ihr übrigens nicht eure Konsole jedes Mal neu starten. Ihr könnt auch aus dem Kampf flüchten und den Kampf wieder von vorne beginnen. Oder ihr knockt diese aus, aber das mehrmalige Besiegen führt nur bei wilden Pokémon dazu, dass die Shiny-Chance verbessert wird. Und es dauert länger. Die Wahrscheinlichkeit mit dieser Methode oder ein Shiny-Pokémon zu finden, liegt übrigens ohne Shiny-Charm bei 1 zu 4096, also so wie bei jedem anderen, und bei 1 zu 1365 mit dem Shiny-Charm. Nummer 4, Max Raids. Auch hier könnt ihr Shiny-Pokémon finden. Und ihr fragt euch sicherlich, wie unterscheidet sich denn die Methode vom Resetten? Dynamax-Raids haben in dem Sinne nicht wirklich Shiny-Odds. Denn sobald der Raid gespawnt ist, stehen die Eigenschaften des Pokémon bereits fest. Ihr könnt hier speichern und neu laden, so oft ihr wollt. Das Pokémon wird am Ende immer das gleiche Pokémon bleiben. Es gibt hier eine sehr komplizierte Methode, wie ihr die Max-Raids dazu bringen könnt, Shiny-Pokémon zu spawnen. Aber dies ist, wenn ihr keine gehackte Switch habt, zeitintensiver als zum Beispiel das Breeding. Solltet ihr aber einmal einen Max-Raid mit einem Shiny gefunden haben, könnt ihr diesen praktisch unendlich oft machen und für andere hosten. Es gibt hier übrigens einen Discord, der regelmäßig solche Raids mit Shinies hostet. Ich habe den Discord einfach mal in der Videobeschreibung verlinkt und falls ihr Lust auf solche Events habt, könnt ihr da gerne teilnehmen. Nummer 5, Dynamax Adventures. Die fünfte und letzte Methode wurde mit der neuesten Expansion eingeführt. Mit dieser Methode könnt ihr vor allen Dingen die Legendary Pokémon Shiny hunten. Beim sogenannten Dungeon Run müsst ihr mit 3 weiteren Trainern insgesamt 3 Pokémon besiegen, damit ihr letztendlich zum Legendary kommt. Nachdem ihr dieses besiegt habt, könnt ihr das Legendary mit einer 100%igen Wahrscheinlichkeit fangen. Die Chance, dass dies ein Shiny ist, liegt bei 1 zu 300 ohne den Charme und bei 1 zu 100 mit dem Charme. Die Wahrscheinlichkeit, hier ein Shiny zu bekommen, ist ziemlich hoch. Jedoch sind die Dungeon Runs sehr zeitintensiv und es besteht auch die Chance, dass ihr diese nicht beendet, weil eure Mitglieder ziemliche Idioten sind und die Pokémon innerhalb des Runs 4-mal sterben. Ihr solltet euch auf jeden Fall vornehmen, jedes Pokémon im Dungeon Run zu fangen, da jedes Pokémon die Chance von 1 zu 100 besitzt und bei 4 gefangenen Pokémon die Wahrscheinlichkeit für ein Shiny bei 4% liegt. Das ist ja auch mal was. Ob letztendlich ein Shiny-Pokémon dabei ist, seht ihr dann am Ende des Runs. Solltet ihr kein Shiny Legendary Pokémon gefunden haben, solltet ihr es auf jeden Fall nicht mitnehmen. Denn habt ihr einmal ein Legendary Pokémon gefangen und mitgenommen, könnt ihr diesen Run nicht wiederholen. Und man muss hier auch sagen, es gab bisher nie die Möglichkeit, so einfach Legendary Shiny Pokémon zu bekommen wie in diesem Game. Es gibt natürlich auch ein paar Pokémon, die ihr in diesem Spiel auf keinen Fall Shiny bekommen könnt. Das sind zum Beispiel die Cover-Pokémon Sashin und Zamazenta. Außerdem könnt ihr auch die mythischen Pokémon, sowas wie Mew, nicht Shiny bekommen. Alle Pokémon, die ihr in Schwert und Schild nicht Shiny bekommen könnt, seht ihr hier in der Liste. Falls ihr euch jetzt fragt, warum gerade die Starter auch da drin sind. In früheren Editionen konnte man die Starter soft resetten. Das galt auch für Geschenk-Pokémon. In Schwert und Schild ist das jetzt aber nicht mehr möglich. Falls ihr also die Starters als Shinies wollt, kommt ihr nicht ums Breeden herum. Ich hoffe, mit diesen 5 Shiny-Hunt-Methoden werdet ihr bald viele Shinies in eurem Team begrüßen dürfen. Liked das Video, wenn es für euch hilfreich war. Abonniert den Kanal für weitere Updates und Tutorials rund um Pokémon und anderen coolen Scheiß. Und ich sehe euch im nächsten Video. Peace!